Ich erzähle euch den ersten Teil der Geschichte von Naomi und Ruth. Hier seht ihr die Familie von Naomi. Das ist die Naomi, das ist ihr Mann Elimelech und das sind die Söhne Mahlon und Kilian. Und wenn man genau hinschaut hinten, dann erkennt man, in welcher Stadt die leben, nämlich in Bethlehem. Aber, das fällt auch gleich auf, in Bethlehem ist es im Moment nicht besonders schön. Fällt es euch auf? Die Bäume haben keine Blätter. Alles ist trocken. Da hinten auch, ihr seht es. Und deswegen sagt Elimelech, wir müssen woanders hin. Wir finden hier nichts mehr zu essen. Unsere Kinder müssen sonst hungern und wir auch. Und er sagt, ich habe gehört, dass es in Moab schön grün ist. Da können wir hingehen. Gut, sie nehmen ihren Esel und packen ihre Sachen und wandern los bis nach Moab. Und ihr seht es, in Moab ist es wunderschön grün. Da seht ihr sie. Sie haben also ein neues Haus gefunden. Die Moabiter, die Menschen aus Moab, waren sehr nett und sehr freundlich zu ihnen und haben gesagt, na klar, dürft ihr bei uns leben, wenn bei euch Hungersnot ist. Das ist ja auch schlimm, wenn man nicht genug zu essen hat. Und da seht ihr die Naomi mit ihrem Elimelech. Und ihr seht, dass die beiden Söhne auch nicht mehr alleine sind. Der eine hat die Orpa geheiratet und der andere hat die Ruth geheiratet. Und sie sind fröhlich und es geht ihnen sehr gut. Sie kriegen keine Kinder, das macht sie ein bisschen traurig, aber sie sind froh, dass sie genug zu essen haben und genug zu trinken haben, ein schönes Zuhause, dass beide so liebe Frauen gefunden haben. Und ja, eigentlich könnte die Geschichte hier mit einem Happy End schon wieder zu Ende sein. Ist sie aber nicht. Die nächste Geschichte erzähle ich euch im nächsten Video.